Hallo liebe Teste Freizeitparks Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Teste Freizeitparks TV. Wir sind hier heute im Moviepark Germany zur Pressekonferenz zum Halloween Horror Festival 2019. Was ihr hier erleben könnt und was wir heute erleben, seht ihr jetzt im Video. Viel Spaß dabei! Vielen Dank an dieser Stelle auch einmal vorab an Sie alle, dass Sie heute so zahlreich erschienen sind. Vielen Dank. I would also like to welcome our international guests coming all the way from France, Belgium or the Netherlands. Thank you very much for joining us tonight at the press event. It's a pleasure to have you here. So, das Halloween Horror Festival wird dieses Jahr ja 21 Jahre alt und natürlich haben wir es uns nicht nehmen lassen und haben auch dieses Jahr wieder einige Neuigkeiten vorbereitet, die wir Ihnen gerne heute im Laufe des Abends bei der Pressekonferenz zeigen möchten und vorstellen möchten. Ich hatte bereits per Mail vorab schon einmal eine kurze Programmübersicht geschickt, auf die würde ich jetzt gerne noch einmal genauer eingehen, damit Sie sich auch zeitlich schon einmal vorstellen können, was jetzt noch genauer heute Abend auf Sie zukommt. Als allererstes werden wir nach der Präsentation, wenn ich das Wort übergeben habe, an Herrn Frosotowitz, unseren Halloween-Projektleiter, nach der Präsentation werden wir uns alle gemeinsam zur neuen Maze Project Mingyu begeben. Dort wird es einen Walkthrough geben. Sie werden auf jeden Fall genug Zeit haben, Videomaterial, Bildmaterial zu sammeln. Wir haben jetzt ungefähr eine Stunde eingeplant, aber wir können das Ganze natürlich, falls noch Bedarf ist, auch ausdehnen. Kein Problem. Wenn wir mit Project Mingyu fertig sind, werden wir weiter rübergehen zu unserem Roxy 4D-Kino. Dort werden wir uns dann gemeinsam den neuen 4D-Film S, der eben auf Stephen Kings Roman basiert, ansehen. S wird ungefähr 18 Minuten lang sein und zeichnet sich vor allem durch seine Spezialeffekte und 3D-Projektionen aus. Aber überzeugen Sie sich sehr gerne selbst von dem Film heute Abend. Ich glaube soweit, oder hoffe zu wissen, dass ich nichts vergessen habe. Erstmal zum Ablauf würde an dieser Stelle mich dann einmal für Ihre Aufmerksamkeit schon mal bedanken und das Wort nun weiterreichen an Manuel Prosotowitz, unseren Halloween-Projektleiter. Vielen Dank und wir sehen uns später. Vielen herzlichen Dank, Katrin. Und auch von meiner Seite nochmal vielen herzlichen Dank für Ihr zahlreiches Erscheinen. Das zeigt uns, dass Halloween
natürlich schon immer groß hier war, aber immer größere Relevanz gewinnt und dafür möchte ich mich auch bedanken. Ich hoffe, and maybe it's okay when we do it in German, otherwise we will get complicated and we're going out of time. So for our international guests, if there are some requests later on, please feel free to get in touch with us. We will help you and guide you. And also, I guess the presentation is pretty clear with all the numbers inside. So if there's something that's not to understand, we will help you. We're glad to help you. Okay, 21 Jahre Halloween. In Amerika sind wir jetzt volljährig. Ist ganz gut. Können wir noch ein bisschen blutiger werden. Und ich werde jetzt ein bisschen da durchführen, was ist alles neu, was haben wir alles uns ausgedacht. Es gibt ja nicht nur die neue Maze, wir haben ein relativ großes Programm uns auf die Fahne geschrieben für dieses Jahr, weil wir wachsen auch immer weiter und ich gehe auch gleich nochmal auf die Zahlen ein. Ich denke, das ist auch nochmal ganz interessant, aber fangen wir erstmal an, warum wir überhaupt natürlich Halloween bei uns im Park umsetzen. Ja, letztes Jahr auch wieder großer Besucherrekord. Das heißt, wir hatten 3 Besucherrekorde in der Parkhistorie in Folge. Und das ist natürlich für uns ein Ansporn gewesen, zu sagen, okay, da müssen wir jetzt noch eine Schippe drauflegen. Also die Messlatte wird immer höher, der Druck auf dem gesamten Team wird immer größer. Aber ich denke, die Zahlen sprechen für sich. Und man muss auch fairerweise sagen, wir haben uns natürlich auch auf die Fahne geschrieben, zu sagen, das Halloween Horror Fest muss auch geändert werden. Es muss einem stetigen Wandel unterliegen. Weil wir haben die Erfahrung gemacht, dass wir in der Vergangenheit wir gedacht haben, es läuft, wir lassen das alles so, wie es ist und dann funktioniert es natürlich nicht. Und ich glaube, auch die Ansprüche der Gäste werden immer höher. Der Wettbewerb schläft natürlich auch nicht und das ist uns auch bewusst. Und deshalb ist auch unsere Qualitätsstrategie, die wir umsetzen innerhalb des Parks, die fließt jetzt natürlich auch in das Halloween-Produkt mit ein. Und wir haben uns auf die Fahne geschrieben, Familienfreizeitpark zu sein. Wir sind ausgezeichnet als Familienfreizeitpark und deshalb ist es uns ganz besonders wichtig, dass wir gerade zu Halloween unsere Primärzielgruppe Teenager und junge Erwachsene natürlich auch in den Fokus rücken, weil die sind letztendlich die Besucheranzahl, die es dann ausmacht. Wir haben natürlich nach wie vor das Familien-Halloween, um diese Zielgruppe nicht ganz zu vergessen, aber der Oktober und jetzt auch bis Mitte November steht jetzt ganz im Zeichen der Teenager und der jungen Erwachsenen. Natürlich ist der Ausbau des Festivalcharakters für uns extrem wichtig gewesen. Wir haben letztes Jahr sehr viel positives Feedback bekommen auf unseren DJ, auf diese Festivalausrichtung und ich glaube, das wird ganz gut angenommen von der Zielgruppe. Und da kann man sich jetzt drüber streiten, ob man so ein DJ mit elektronischer Dancemusik mag, aber der hat es echt gut gemacht und das Feedback war wirklich überwältigend. Und deshalb haben wir uns auch dazu entschlossen, das beizubehalten. Aber was gehört zu einem richtigen Festival? Da gehört auch eine Closing Show dazu. Und mein Crazy Show Tech Team, die haben gesagt, hey, ich habe eine riesen Wishlist. Sollen wir das machen? Und ich liebe Shows in Freizeitparks und warum fangen wir nicht jetzt auch einfach mal damit an, sowas zu etablieren? Insofern wird es jetzt auch jeden Abend am Halloween Horror Festival, wenn das Wetter denn mitspielt, wird es eine Closing Show geben, ganz im Zeichen der Festivalausrichtung. Und das, was ich eingangs auch sagte, die Qualitätsstrategie findet auch hier in den Maces Verwendung. So, was ist denn alles neu? Ich muss das echt mal aufschreiben und ich muss auch selber nochmal gucken, das ist echt viel, dass ich hier nichts vergesse. Natürlich, an allererster Stelle war es uns ganz wichtig, dass wir natürlich eine neue Maze präsentieren. Da ist die Nachfrage immer ganz groß nach den Neuheiten. Und deshalb haben wir uns dazu entschlossen, nach 12 Jahren das Despital neu zu thematisieren, dem ein neues Thema, zu geben und halt wirklich auch da eine komplett neue Storyline reinzubauen. Roxy 4D, letztes Jahr, der Film, ich weiß, der ist nicht ganz so gut angekommen. Das war auch eher so ein bisschen so ein Notnagel. Wir mussten ein Jahr überbrücken, weil uns ist natürlich als Film- und Freizeitpark mit der DNA Film und IT, IPs extrem wichtig, dass wir auch IP-Content präsentieren. Aber da war It noch nicht fertig, insofern mussten wir einfach diese Übergangsphase einläuten. Aber jetzt ist er fertig und wir sind einer der ersten Freizeitparks weltweit, die den quasi in dieser Version zeigen dürfen, in der 4D-Version. Und das läuft im Roxy. Der Film läuft ca. 18 Minuten, ich gehe gleich auch noch mal ein bisschen näher drauf ein. Machen wir erstmal hier die Liste, arbeiten wir die kurz ab. Die neue Closing Show natürlich am Haupteingang, jeden Abend kurz vor Parkschließung. Es wird mehrere Bereiche geben, auch dazu gehe ich gleich noch mal ein. Wir haben natürlich ein neues ergänzendes Showkonzept. Stefan Nölle ist auch mittlerweile so eingewachsen in unser Halloween-Konzept und hat schon eine riesengroße Fanbase, dass er natürlich auch sich hat nicht nehmen lassen, ein neues Konzept in seine Hypnose-Show zu integrieren. Da geht es dann wirklich nachher um Geisterbeschwörung eines Seance. Wir haben unseren Circus ein bisschen abgegradet, weil da natürlich auch nur das Feedback der Fans war, oh, das ist immer so ein bisschen lieblos. Also haben wir uns da auch sehr viel Mühe gegeben, das neu aufzubauen und auch ein bisschen zu refreshen. Auch so Kleinigkeiten nehmen wir immer sehr ernst. Und was ganz, ganz wichtig ist, und ich denke, das ist, glaube ich, dem geschuldet, dass wir in den letzten Jahren so gewachsen sind, wir haben gemerkt, wir kommen jetzt an unsere Kapazitätsgrenzen. Und deshalb ist es extrem wichtig, dass wir das Halloween auch von den Tagen her ausweiten.
Wir haben im letzten Jahr mit 18 gestartet, haben noch 19 draufgepackt mit dem Feiertag. Das hat wunderbar funktioniert. Und dieses Jahr haben wir uns direkt dazu entschlossen, Halloween geht in die Verlängerung. Und wir haben noch 3 mehr Veranstaltungstage dazu gepackt. Das heißt, der 8., 9. und 10. November wird auch ein Halloween-Wochenende sein. Sodass wir einfach hoffen, dass sich die Besuchermassen besser über die Tage verteilen. Und wir arbeiten auch da noch an weiteren Konzepten, dass wir auch das Halloween-Event zeitlich deutlich weiter ausweiten. Es sind so viele Menschen hier involviert und so viele Gewerke. Und ich glaube, es ist ganz besonders wichtig, gerade in diesem Jahr, wo wir so ein Megaprojekt hier gestemmt haben, vielleicht einfach mal jetzt schon ein Danke zu sagen an mein großartiges Team. Weil ganz ehrlich, ohne die könnten wir Ihnen heute nicht das präsentieren, was wir gleich zeigen. Und die haben wirklich Tag und Nacht gearbeitet, die haben mir den Rücken freigehalten, die haben wirklich jeglichen Arbeitsaufwand auf sich genommen. Ob es unsere Showtechniker sind, die wirklich rund um die Uhr bis tief in die Nacht gearbeitet haben, ob das wirklich mein Team ist, also da möchte ich wirklich ein ganz großes Danke aussprechen, weil es ist, glaube ich, nicht selbstverständlich, dass das Marketing- und Vertriebsteam auch operativ bei so einem Projekt unterstützt, aber die haben das gemacht, weil wir einfach so wenig Zeit hatten. Und alle haben wirklich hier mitgeholfen und neben natürlich den Production Pirates, die das Ganze auch mit größtenteils betreut haben. Aber ich glaube, das kann man nochmal ganz klar sagen, dass Halloween einfach eine mega Teamleistung ist. Und ohne das Team könnten wir das nicht leisten, was wir in den letzten Jahren geleistet haben. Und es wird immer mehr und man merkt einfach, dass die Leute, die das hier machen, die sind genauso crazy und verrückt und die machen das mit so viel Herzblut. Und ich glaube, das würde nicht funktionieren, wenn ich euch nicht hätte und wenn ihr dem Park nicht hier alle so wohlgesonnen wärt und auch alle so genauso verrückt seid. Und das ist, glaube ich, nochmal ganz wichtig mir, dass ich das auch an die Kollegen, die da oben in der Technik sitzen, die sich auch die Nächte um die Ohren geschlagen haben mit der Programmierung, mit dem Licht, mit dem Kabelziehen. Man muss auch einfach mal gucken, wie viele Kilometer Kabel verlegt worden sind und das habe ich gleich auch nochmal alles für Sie. Wenn das dann mal, 100%, yeah. Ja, so, hier kann man nochmal die Props sehen. Die Kollegen haben wirklich eine eigene Produktlinie entwickelt. Hier kann man auch wunderbar diese Props sehen und ja, auch die Tiere. Ich hoffe, Peter steht nicht vor der Tür, aber die sind wirklich nur aus Plastik. Die mussten auch dran glauben. Natürlich kein Labor, ich darf das gar nicht sagen, ohne Tierversuche, aber es ist natürlich alles. Kein Tier musste leiden für diese Maze. So, als große Tierfreunde hier im Moviepark, aber gehört auch ein bisschen mit dazu. Hier kann man auch nochmal ganz schön sehen, wie die Maze sich aufteilt. Da kann man nochmal ein Gefühl für die Dimensionen bekommen. Und dann, wenn man jetzt sieht, wie viele Wände und wie viele Bereiche, und das ist jetzt wirklich nur ein äußeres Viertel der Maze, da kann man wirklich sehen, wie viel Arbeit die Kollegen da reingesteckt haben. Es sind ja nicht nur die Kabel. Jede Wand musste mehrfach überstrichen und übermalt werden. Und ich meine, wir kommen wirklich von einer Maze, da war eine weiße Sperrholzplatte an der Wand und dann waren da graue Streifen draufgemalt als Fliesen. Also ich glaube, aus dem Zeitalter sind wir raus und deshalb haben wir wirklich jetzt hier auch mit den Fliesen an den Wänden und mit diesem ganzen, mit diesem Putz, den wir an der Wand haben. Also es ist wirklich mega cool geworden und da freue ich mich auch, das gleich zeigen zu können. Bevor es weitergeht, gehen wir nochmal auf ein kurzes Thema ein, was auch immer wieder aufkommt und was manchem leider negativ ausstößt, aber deshalb ist es umso wichtiger, dass wir auch darauf nochmal eingehen, weil mir und meinem Team ist, und das haben wir, glaube ich, in der Vergangenheit ziemlich deutlich herausgestellt, ist eine offene und transparente Kommunikation als Park nach außen und in die Richtung unserer Gäste extrem wichtig. Und deshalb möchten wir auch einfach mal erklären, warum wir uns jetzt dazu entschlossen haben, im zweiten Jahr bei Wrongturn eine Upcharge oder Wrongturn in eine Upcharge-Maze zu wandeln. Und zum einen, wer es letztes Jahr gesehen hat, die Kapazitäten, das war der Horror, wir möchten, im wahrsten Sinne des Wortes, wir möchten natürlich den Gästen wirklich ein besonderes Besuchererlebnis da bieten. Und mit der Laterne, wenn vorne einer wegläuft und hinten laufen noch 20 dran, das funktioniert einfach nicht. Und da muss man auch dem gesamten Konzept Rechnung tragen. Und wir haben halt wirklich, und das haben wir wirklich in der Vergangenheit bei sehr, sehr vielen Horrorhäusern erlebt, und deshalb ist es jetzt auch bei Projekt Ninjo so, dass wir gesagt haben, wir müssen einen Schnellzugang einrichten. Viele unserer Gäste besuchen so eine Maze an einem Abend leider mehrfach, was dazu führt, dass natürlich auch Besucher, die einmal hier vor Ort sind, sich die Maze vielleicht nicht anschauen können, weil ein Platz in der Schlange natürlich, und das passiert wirklich häufig, dann schon wieder weg ist von jemandem, der sich das vielleicht vorher schon ein, zwei Mal angesehen hat. Und das wollen wir natürlich auch vermeiden. Insofern erschwerend kommt hinzu, dass wir natürlich gerade mit den Laternen ein Equipment mit integrieren und den Leuten mit an die Hand geben, was extrem teuer ist, was technisch extrem sensibel ist. Und leider Gottes ist es nun mal so, die Leute klauen das, die nehmen das mit, die machen es kaputt. Und wenn man überlegt, wie viel Geld und Zeit auch
unser Counterpart, der das ganze Projekt mit uns verwirklicht hat, da investiert. Da muss man das irgendwann leider auch Gottes umlegen, und damit wir auch wirklich gewährleisten können, dass jeden Abend ausreichend Laternen vorhanden sind und dass sie nicht irgendwann weg sind und wir das ganze Projekt nicht mehr betreiben können. Auch hier haben wir jetzt uns aber auch dann auf den Hut geschrieben, dass wir auch da nochmal rangehen, dass wir mehr Deko integrieren, dass wir haben einen ganz fantastischen Lichtdesigner, der uns auch die neue Maze programmiert hat, und der hat wirklich mit so viel Liebe und so viel Herzblut das ganze Licht neu programmiert, und das sind einfach alles auch Sachen, wo wir einen sehr hohen budgetären Aufwand haben, der sich natürlich irgendwann auch auszahlen muss, und auch die Lichttechnik, Steuerungstechnik, Dekoration ist alles nochmal neu dazugekommen. Und es ist natürlich bei uns so, und das ist, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig, das herauszustellen, dass das Halloween Horror Festival natürlich im regulären Eintrittspreis bereits inbegriffen ist. Das heißt, Sie als Gäste können wirklich morgens um 10 Uhr in den Park kommen, können irgendwie 8 Stunden schon mal Achterbahn fahren, und dann geht es ins Halloween Horror Festival. Und wir müssen einfach die Horrorhäuser, die wir haben, aufgrund des großen Zuspruchs in den letzten Jahren, müssen wir natürlich irgendwie auch ein bisschen explodieren aus diesem Gesamtkonzept des Pricings, um einfach auch jedem Gast so ein bisschen die Möglichkeit zu geben. Wie gesagt, ich kann versprechen, wir arbeiten gerade auch mit der Stadt noch an anderen Möglichkeiten, dass wir auch das Erlebnis zeitlich noch deutlich verlängern, und uns ist bewusst, dass jeder Gast nicht vielleicht immer die Chance hat, alles an einem Abend zu erleben, aber wir arbeiten daran, und das ist uns ein ganz große Herzensangelegenheit, das zu tun, aber hier geht es leider wirklich nicht anders, alleine schon aufgrund der Konzeption, und das möchte ich einfach mal ganz kurz nur erklären, damit auch wirklich ganz klar ist, dass wir das nicht aus Willkür machen, sondern dass das sicherlich alles auch immer einen bestimmten Hintergrund hat. So, kommen wir mal zu den Kollegen, von denen wir jetzt die ganze Zeit und immer wieder gesprochen haben und die schon wirklich langjährige Freunde unseres Hauses sind. Mittlerweile sind wir sogar familiär verbunden. Also ich bin unglaublich glücklich, dass die Jungs sich jedes Mal auch nicht scheuen, wenn ich sage, hey, ich brauche morgen eine japanische Sprecherin, die Englisch sprechen kann. Kein Problem, schicke ich dir morgen um 10. Und das macht Emascore und Emotion, und deshalb würde ich gerne mal die Jungs hier auf die Bühne bringen, weil das muss einfach auch mal sein, weil die haben so viel in alle unsere Projekte hier an Zeit, Kreativität und auch wirklich Herzblut investiert, dass es vermessen wäre, euch nicht auch den Platz auf dieser Bühne einzuräumen. Mal großen Applaus für die Jungs von Emascore. Erstmal vielen lieben Dank, dass ihr den weiten Weg aus Paderborn hierher gemacht habt. Ihr seid gerade im Umzugsstress. Die Jungs haben nämlich ein neues Bürogebäude, und auch die wachsen so wie wir. Das ist toll. Und deshalb freue ich mich umso mehr, dass ihr auf jeden Fall den Weg hierhin gefunden habt, den größten Stress, den ihr habt. Wobei, bis gestern haben wir euch noch den größten Stress gemacht wahrscheinlich. Aber ja, ich möchte einfach jetzt mal so ein bisschen erfahren, vielleicht von Xaver Willebrand, dem Geschäftsführer von Emascore. Was ist denn jetzt am gesamten Halloween-Projekt? Und ich muss, ja, es gibt so viel zu erzählen, aber was ist deine größte Challenge gewesen und was ist dein besonderes Highlight gewesen? Die größte Challenge ist tatsächlich regelmäßig, besonders wenn es um Horror geht, um Erschrecken geht, sich natürlich auf eine gewisse Art neu zu erfinden. Man will nicht immer das die gleichen Effekte benutzen, man möchte nicht immer die gleichen Schocker einsetzen. Das heißt, wenn man versucht, dort Kreativität in etwas reinzubringen, das einen schon von Anfang an vor großen Herausforderungen stellt, weil natürlich Lautstärke funktioniert, Bass funktioniert, alles, was so ein bisschen Angst macht, aber man sucht doch noch immer nach dem gewissen Etwas, und da hatte besonders unser Sounddesigner Sebastian großen Spaß auch an der neuen Maze. Was hat dir besonders Spaß gemacht, Sebastian? Erzähl mal. Du hast es vorher angesprochen, es gibt eine Szene mit Tieren, und dazu möchte ich auch sagen, also wir hatten keine Tiere bei uns im Studio und haben die mit dem Elektroschocker irgendwie gequält. Das war so eines der Highlights. Natürlich die Tiere, die man hört, die wurden wirklich nicht gequält. Wir arbeiten mit renommierten Studios zusammen, die große Archive anbieten. Das heißt, wenn man da einen Hund jaulen hört, dann jault er nicht, weil man den gequält hat, sondern bei der Aufnahme hat er sein Bällchen nicht bekommen. Wenn man das dann mischt mit den Horror-Sounds, ja, dann klingt es halt so, als würde der Hund da fast zu Tode gequält. Ja. Ja, muss ja auch mal gesagt werden. Das ist ja schon wichtig. Genau. Wie gesagt, Tiere sind unsere Freunde. Das wollen wir hier ganz klar rausstellen. Ja, ihr habt ja nicht nur den Sound für die neue Maze gemacht, ihr habt ja auch den Media-Content für die neue Maze gemacht. Und ja, Patrick, vielleicht willst du was zum Media-Content sagen, weil das ist, denke ich, auch extrem wichtig. Und was war deine größte Herausforderung da?
Meine Herausforderung war schon, dass mein Handy geklingelt hat, nachdem wir gerade Area 51 eröffnet hatten, und dann hieß es, wir brauchen erstmal einen TV-Spot zu Halloween, und dann ging es weiter, wir haben neue Mails, wir brauchen jetzt einen Trailer, und dann kam die neue Mails und da hat Production Pirates auf einmal gesagt, hier brauchen wir 40 Filme. Und dann habe ich gedacht, okay, in wie vielen Wochen? Einer? Okay. Und das ist eigentlich die größte Herausforderung, war wieder in einer sehr kurzen Distanz, aber sowas abzuliefern, damit das... Genau. Aber wir haben auch noch schönere Musik. Ja, genau. Cyberpunk, also vom Genre her, in der Ningyo Maze. Und das ist ja ein Genre, das ist ja sehr im Kommen, jetzt mit dem Game Cyberpunk 2077. Und das ist Tokyo Dubstyle, so Synthwave-mäßig. Und das war was Neues für mich, da war ich dran beteiligt und hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Und ja. Ja, ich höre es jetzt immer beim Arbeiten, es ist sehr motivierend. Es ist wirklich großartig geworden und auch da ist es immer wichtig, dass wir jetzt nicht einfach wieder nur mit Bass und überhaupt, sondern dass wir auch wirklich sagen, hey, wir versuchen mal was Neues. Wir gehen in eine andere Richtung und ich glaube, genau mit dieser Musikrichtung und mit der ganzen Ausrichtung der Maze, dass wir so ein bisschen diesen Asia-Touch mit reingebracht haben, ich glaube, das ist echt cool geworden. Aber ihr habt ja nicht nur unseren TV-Spot, unseren Trailer, unseren Media-Content gemacht. Nein, ihr habt natürlich auch, und da bin ich dir sehr dankbar, Xaver, ihr habt natürlich auch die kreative Leitung unserer, also die kreative Projektentwicklung unserer Abendshow verwirklicht. Und da bin ich dir auch sehr dankbar, dass du das geskriptet hast und vielleicht magst du dazu ein paar Worte sagen. Genau, wir haben eine Abendshow, die wirklich mehr ist als ein einfaches Feuerwerk. Also wir haben eine Story integriert, die natürlich zum ganzen Thema Film, zum ganzen Thema Horror Studios passt, um damit den ganzen einen Rahmen zu geben. Wir haben eine abwechslungsreiche Musik, wir haben drei verschiedene Stile, die wir abarbeiten. Das heißt, wir bleiben nicht die ganze Zeit in einer Stimmung, sondern können damit so ein bisschen spielen und so auch jedem Geschmack im Grunde etwas bieten. Ja, ich kann mich einfach nur diesem, also ich weiß, dass ihr auch in so kurzer Zeit so immens viel geleistet habt und auch, dass ich dich sogar während deines Urlaubs in den Vereinigten Staaten habe anrufen dürfen, um Sachen zu klären. Ich denke, das ist auch nicht selbstverständlich und zeigt einmal mehr, wie sehr auch das Team von Imascore mit unserem Park verbunden ist und wie selbstverständlich auch solche Sachen für uns dann sogar im Urlaub umgesetzt werden. Und dafür bin ich euch sehr, sehr, sehr dankbar und ich freue mich schon und ich weiß, da kommen noch einige neue Projekte auf uns zu, die ich mit euch gerne umsetze und möchte mich wirklich an dieser Stelle ganz, ganz recht herzlich dafür bedanken, dass ihr im Umzugsstress, im Urlaub, die letzten Wochen immer für uns da wart und alles geschickt habt und alles möglich gemacht habt, bis auf die letzte Minute. Das ist wirklich mal einen großen Applaus wert. Vielen Dank. So, dann kommen wir jetzt auch wirklich fast zum Ende. Wir wollen sie jetzt auch gar nicht mehr so lange auf die Folter spannen. Last but not least ist es natürlich extrem wichtig und ich habe es jetzt eingangs schon getan, weil ich habe ein großartiges Team hinter mir, bei dem habe ich mich bedankt. Sehen Sie, können wir das jetzt schon mal skippen hier. Aber wir haben natürlich auch noch eine ganze Menge großartiger Partner und wir haben sie mal hier aufgeführt und auch Alex Karp von Karp Events, Stefan natürlich und auch mit Cymex haben wir wirklich sehr, sehr tolle Sachen schon entwickelt. Und ich möchte auch ein ganz großes Dankeschön nochmal an Hunt Atlanta, an das Team richten, weil das, was die Jungs hier in den letzten Tagen geleistet haben, ist auch nicht selbstverständlich. Die haben auch nochmal alle Lampen neu programmiert, nochmal optimiert und die sind auch immer mit so viel Herzblut dabei und die sind auch immer hier vor Ort bis tief in die Nacht und die unterstützen uns auch operationell und das ist auch wirklich nicht selbstverständlich. Und man sieht jetzt einfach, wie viel außer der Reihe hier passiert, damit wir unseren Gästen so ein großartiges, fantastisches Event bieten können. Und dafür bin ich sehr, sehr, sehr dankbar, weil ohne dieses Team verrückter Menschen könnten wir Ihnen morgen das nicht präsentieren, was morgen hier passieren wird. So, dann Zeit für Ihre Fragen und hoffentlich zufriedenstellende Antworten. Ann-Kathrin, ich gebe dir mal irgendwo und laufe mal Richtung... Ich habe da irgendwo da hinten stehen meine Assistentinnen, ja? Die haben wir aus dem Labor schon entlassen. Können Sie einfach an dem weißen Kittel erkennen und denen einfach folgen. Und die werden Ihnen jetzt den Weg zur neuen Horror Maze leiten. Viel Spaß wünsche ich Ihnen und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlich willkommen bei Ending. Mein Name ist Edamai und ich heiße Sie heute in unserem Labor. Herzlich willkommen. Unser Produkt
Ninjo kennen Sie ja bereits aus den Verkaufsregalen. Aber bevor wir in die Labore gehen, möchte ich Sie darauf hinweisen, dass wir noch ein paar Sicherheitshinweise haben. Bitte beachten Sie, diese Attraktion ist aufgrund extremer Schockeffekte und Gewaltdarstellung nicht geeignet für Personen unter 16 Jahren, Personen, die unter Klaustrophobie leiden, Personen, die an Epilepsie leiden, Personen, die absolute Dunkelheit fürchten, Personen, die unter Herzbeschwerden leiden, Personen, die eine sensible Psyche haben, Personen mit einer erhöhten Geruchssensibilität, Personen, die auf laute Geräusche sensibel reagieren, Schwangere und Asthmatiker. Wir übernehmen keine Haftung für beschädigte oder verloren gegangene Gegenstände. Bitte fassen Sie die Darsteller und Requisiten nicht an. Bei Problemen wenden Sie sich bitte an unsere Darsteller oder ein Assetbar. Sie werden dann auf kürzestem Wege aus der Attraktion geführt. Bitte beachten Sie, dass Sie von unseren Darstellern angefasst werden können. Zu Ihrer eigenen Sicherheit wird die gesamte Attraktion videoüberwacht. Ich hoffe, Sie konnten den Sicherheitsanweisungen folgen. Dann folgen Sie bitte mir jetzt durch unsere Hall of Fame.
Video hat euch gefallen, lasst gerne ein Abo da. Bis zum nächsten Video.